Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Necromunda Underhive Wars. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit Kapitel 3, ein verlässlicher Vertreter. Theresa macht der Orlok Hinterhalt immer noch zu schaffen. Sie vereinbart ein Treffen mit einer zwielichtigen Gestalt, um sicheres Geleit bis zur Archotech zu erhalten. Dieses Artefakt ist so wertvoll, dass sie alles dafür aufs Spiel setzen würde, sogar ihre eigene Gang. Und dann würde ich mal sagen, Attacke! Tessera? No sign of the black ash on her tail. We lost him. For now, at least. There's something else? Spit it out. Some Goliaths heading this way. Rowdy boys, I think. But if we stay quiet, they'll miss us. We need them gone. We're meeting our guide here. We'll set an ambush. Take them down clean and quick. Grab some cover and take aim. And Kira? We can't let any of them get away. So, im Story-Modus trifft ihr einige Missionen wie in dieser gegnerischen Verstärkung ein. Mögliche gegnerische Aufstellungszonen werden dir auf der Strategieansicht angezeigt. Neue Gegner können das Schlachtfeld nur zu Beginn einer Runde betreten. Okay, Strategieansicht. Ist das erreicht einen Treffpunkt? Okay. Denkt daran, dass Kämpfer in erhöhte Position den Status erhöht erhalten, der ihnen ihre Trefferschance mit Fernkampfwaffen verbessert. So, was ist überhaupt meine Aufgaben? Sichere das Gebiet für das Treffen mit den Gildenhändler. Missionsparameter 4 Runden verbleiben. Erreiche den Treffpunkt. bereite mit Fertigkeiten, Fallen und Barrikaden einen Hinterhalt vor. Missionsparameter 4 Runden verbleiben. Platziere Fallen an der Engpässen. Ah, okay. So, da ist eine Falle. Ah, verstehe. Okay. Ich habe entweder hier könnte ich was platzieren oder da und ich habe 4 Runden Zeit. Kira ist da und die anderen sind oben. Was ist das? Steuerungsstation, okay. Achso, das ist ein Aufzug. Ja gut, dann... Genau, nehme ich erstmal Kira. Let's lay out some traps. The blockheads won't see it coming. So. Für diesen Saboteur ist eine neue taktische Fertigkeit verfügbar. Verderbnisfalle. Für diese Fertigkeit existiert eine spezielle Hausvariante. Platziere nun eine Verderbnisfalle im markierten Bereich. Ach, schon wieder hat er die Option nicht übernommen. Ja, man merkt es echt an, dass der Patch noch nicht vorhanden ist. Wo auf für die Xbox halt. Aber auf der PlayStation 4 und auf dem PC ist der Patch schon vorhanden. Aber es... So. Verderbnisfalle platzieren. So, jetzt schaue ich mal. Was soll ich denn da sabotieren? Ah, verstehe. So. Jetzt muss ich mal schauen. Die anderen sind. Ach, die anderen sind da oben. Okay.
Ja, gut. Gut, dann, eine Hinterhalt darf ich auch nicht stellen. Okay. Was habe ich noch taktisch noch? Ich könnte noch höchstens noch eine weitere Verderbnisfalle aufstellen. Doch. Was? Habe ich jetzt die eigene Falle ausgelöst? Ach, naja. So. Denk dran, dass du die Fertigkeit Abwehrfeuer einsetzen kannst, selbst wenn keine Ziele zu sehen sind. Kämpfer mit Nahkampfwaffen stehen stattdessen die Fertigkeit Hinterhalt zur Verfügung. Der nächste Kämpfer, den du einsetzt, lässt sich offensiv positionieren und kann eine der Haltungen einsetzen, um sich auf die Ankunft der Feinde vorzubereiten. Okay. Das ist eine reine Nahkampfeinheit. So. Okay, Unterstützer. Mit diesen Kämpfer haben eine Spezialfertigkeit namens Bombardement, mit denen sie einen tiefer liegenden Bereich überwachen können. Gegner, die in diesen Bereich kommen, werden alle 3 Meter beschossen, bis die Waffe eine Fehlfunktion hat. Positioniere deinen Kämpfer und setze Bombardement ein, um eine gegnerische Aufstellungszone zu überwachen. So, der nächste Runde neue Gegner auftauchen. Okay. Ich erstmal vernünftig von Stellung. Ah, das sieht doch mal gut aus. Ich schau noch. Ne, erstmal. Mein Knien. Dann Bombardement. Und ich gebe ab. So. Alle Kämpfer haben einen Kontrollbereich, der verhindert, dass sich Kämpfer einfach an ihnen vorbei bewegen können. Und der von allen für den Nahkampf wichtig ist. Positioniere deine Kämpfer so, dass sie Engpässe blockieren, um den Gegner zu zwingen, andere Wege zu nutzen. Das hört sich eher nach den Nahkampfeinheiten. Oh, die hat ja 2 so schicke Kettenschwerter. So, Schläger. Schläger wie dieser Kämpfer haben eine Spezialfertigkeit namens Tod von oben, die sie nur einsetzen können, wenn sie erhöht stehen. Sie führen dann einen mächtigen Sprungangriff aus, der bei allen Zielen unter ihren Schaden verursacht. Versuche den Schläger so am oberen Ende der Treppe zu positionieren, dass er der gegnerischen Aufstellungszone überblickt. Er kann dann auf ankommende Gegner warten und Tod von oben nächste Runde einsetzen. Ach, da ist die Aufstellungszone. Okay. Okay, hat sogar noch Laserpistolen. 2 Kettenschwerter, okay. Angriff.
Okay. Gut, dann würde ich eher... Jetzt kommt die Frage, was mache ich mit dir am besten? Okay, die kann hier oben stehen bleiben. Und ich würde mal sagen... Waffe wechseln war 10 AP. Ich denke mal, ich würde die erstmal die Laserpistole mal in der Hand drücken. Und Abwehrfeuer. So. Wo steht die denn? Ach da, okay. So, für diesen Laienmechaniker ist eine neue taktische Fertigkeit verfügbar. Baue Barrikaden. Setze sie nur ein, um eine Barrikade zu errichten und den Gegner so zu verlangsamen. Denk daran, dass sich natürlich Engpässe besonders leicht verteidigen lassen. Okay, jetzt kann ich sogar noch Barrikaden noch aufstellen. Oh, nicht schlecht. Phosphorkanister? Okay. So, Pheromonkanister. Jetzt kommt natürlich die Frage. Hier einmal Karte. Wenn ich da runterspringe, kann ich dann hier den Engpass machen. Da hier oben. Ich springe mal einmal runter. Da. Sammeln. Ich finde eine Werkzeugkasten, um die Generatoren zu kalibrieren. Ah, okay. Generator kalibrieren, okay. Nice work. Use that cover. Okay. Ah, momentan kann ich nichts machen. Einfach nur hinknien und ich gebe ab. So. Jetzt ist noch die Chefin dran. So. Für diesen Meisterschützen ist eine neue taktische Fertigkeit verfügbar. Feldscan. Mal schauen. Dieser Kämpfer hat keine Stärkungen oder Schwächungen, die sich auf die gewählte Fertigkeit auswirken kann. Okay. Ah, plus 25% Treffergenauigkeit, plus 25% Fernkampf ausweichen, umgehen. Hält bis zum Ende des Zuges, nicht stapelbar. Ah, okay. Gut zu wissen. So. Kommt die Frage, wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, mit ihr bleibe ich auch noch mal oben.
Erstmal schauen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So. Einmal hinknien. Okay. Jetzt aber hinknien. Abwehrfeuer. So, neue Gegner. Okay. So. Okay, Nahkämpfer, Fernkämpfer. Ich nehme erstmal einen schweren Schützen. Okay. Zack, läuft erstmal mein Feuerbereitschaft rein. Ausgewichen, okay. Ei, was ist denn da? Give him all you got. We're on a tight schedule. So, dann fange ich mal an, 3 Runden verblieben. Ja, 100% okay. Ich glaube, ich schieße zweimal. Ne, ich schieße zweimal. Zweimal auf den schweren. Ah, ich hatte nur 50 gehabt. Ah, ärgerlich. Taktisch. So. Mache ich noch einen gezielten Angriff? Ach, auf den Kopf. 100% auf den Kopf. So. Ich würde sagen, einmal aufstehen. Und. Ich habe nichts. Ja, ich habe keine Aktionspunkte mehr. Okay. Anzug beenden. So. Okay, mal schauen. Die hat es übelst erwischt. Okay, wenn ich könnte ja runterspringen. 200 Gesundheit, okay. Wem nehme ich da jetzt am besten? Nee.
nehme ich dich am besten. So. Generator kalibrieren. Okay. Ja. Kann ich hier was machen? Okay, Pheromonkanister. Betrifft allen Kämpfern einen Radius von 5 Meter. Zielbereich muss flach und frei von Hindernissen sein. Wird in unsicheren Zonen oder bei Verwendung von Hinknien deaktiviert. Im Radius Angriff Ziel plus 30% Treffergenauigkeit Nahkampf und Fernkampf. Hält bis das Gerät zerstört wurde, nicht stapelbar. In Radius Verteidigungsziel minus 30% Stresswiderstand und Betäubungswiderstand minus 30% Widerstand gegen kritische Treffer. Escher sind immun gegen diesen Effekt. Hält bis das Gerät zerstört wurde. Ah, okay. Würde ich mal sagen. Erstmal ein Pheromonkanister. A little chemical stimulation for good measure. So, dann will ich mal Angriff machen. 20 AP, okay. So, betäubt. Okay, kann ich mich noch einen Außenkampf lösen? Ich gebe erstmal ab. Okay, das ist der schwere Schütze. Befehl Angriff, okay. Mal schauen, was der Goliath so macht. Der macht nichts mehr. Finde ich schon wieder interessant. Genau, ich nehme ihr. Sie. Ah, okay, bin sogar noch etwas schneller dran. Gut, erstmal. Ausrüsten, linke Hand. Ausrüsten, rechte Hand. Na? So. Überspringen. So, wen nehme ich? Nehme ich ihn? Und dann nehme ich ihn. Mit beiden Händen. Okay. Taktisch. Verschanzt. Dann, nochmal zuhauen. So. Hab ich noch was? Nee. Dann gebe ich mal ab. So, habe ich sogar gut abgeschätzt. Okay, er zieht sich zurück. Er kniet sich hin. Mehr macht er nicht.
Meine Chefin ist dran. So, jetzt mal schauen. Okay. Im Nahkampf reinschießen. Steh mal auf. Momentan haben die beiden da alles gut im Griff. Ihn will ich haben. Ah, Ziel außer Reichweite, okay. Na gut, dann bleib mal da. Schauen. Ah, komm, auf den Kopf. Schwer verwundet, okay. Taktisch. Verschanzt. So, nochmal ein Angriff. Wieder auf den Kopf. So, er ist das schon mal weg. Okay, noch nicht mal hinknien ist drin. Achso, ah, ich habe keine, kein AP mehr. Abgeben. Okay, Sturmangriff. Utsch. So. Okay, dann nehme ich noch aufsammeln. Good. Now secure the elevator. Okay, jetzt den Aufzug sichern. Taktisch. Ich werde dann eher mehr Abwehrfeuer. Ich gebe dann ab. Okay, der nächste Nahkämpfer. Ah, der kommt noch an, noch. Ah. Okay, ernsthaft verwundet. So. Keep up the pressure, girls. Our contact won't wait forever. So, dann. Zuschlagen. Zack, dann. Nochmal zuschlagen. Einmal verschanzen und
Okay, dann, so. Gut, dann gebe ich mal ab. Naja, so Heilung habe ich momentan keine dabei. Aber was macht... Ah, okay, der verblutet erstmal. Abwehrfeuer, okay. Verschanzt. So. Okay. Kommt jetzt die Frage, wem nehme ich da am besten? Sie hier oder doch noch in den Nahkampf? Ah, okay, wird automatisch im Zug wiederhergestellt. 20 AP, okay. Ich nehme meine Chefin. So. Okay, ihn könnte ich anvisieren. Mal schauen, okay. Wieder auf den Kopf. Okay, Zweitwaffe hat keine Munition mehr. Waffe nachladen. Lasergewehr ist leer. Dann taktisch verschanzen. Krieg ich noch einen Schuss hin? Wenn höchstens nur Abwehrfeuer, okay. Und dann gebe ich ab. Okay. Autsch. Ausgeschaltet, okay. So, jetzt kommt die Frage, wen nehme ich da? Dann nehme ich sie. Ach, der ist sogar noch vor mir dran. Ja, man merkt, Goliaths können kräftig zu. Ne? Ernsthaft verwundet? So. Zack. Er hat keine Munition mehr. Ah, okay. Verschanzen. Okay, meine Kettenschwerter sind leer. So. Ja, dann gebe ich ab.
Nee, nehme ich sie. Okay. Natürlich die Frage. Wie mache ich das jetzt am besten? Auf den... Zack. Taktisch verschanzt. Dann noch einen normalen Angriff. Okay, der ist schon mal weg. So, ich gehe jetzt nochmal in Stellung. Ende jetzt die Runde. So. Dann schon mal einmal den Aufzug rufen. No luck. Elevator's not running, Tess. Gotta fix those damn generators before a guy changes his mind. Okay, kalibriere den, die Aufzuggeneratoren. Ach, da hinten, ja, okay. So, Spezialfertigkeit herumfriemeln. Erlaubt es in Story-Missionen, Laienmechaniker manchmal Zielelemente zu reparieren. Bestimmte Gegenstände ermöglichen, ermöglichen es andere Kämpfer, dies ebenfalls zu tun. Okay. So, Aufzug kalibrieren. Eins. Zwei. Ich komme nicht mal an. Ah, kann ich machen, was ich will. Okay. Ne, ist nix. Okay. Gebe ich nur ab. So. Okay, der ist so gut wie fertig. Die ist auch so gut wie fertig. Außer Gefecht, okay. Zack. What's wrong, ladies? We're not usually this sloppy. Come on. Okay, dann fange ich mal an. Gezielter Schuss. Will ich wieder den Kopf bevorzugen? Ach, da steht dann auch. Gut. So, der ist fertig. Ist nur noch was Besonderes? Nee. Kletterhaken, okay. Gut, dann, mit runterspringen ist nicht.
dann zu beenden. Komm, versuche ich mal mein Glück. Okay, der ist fertig. Der kippt von alleine um. Ernsthaft verwundet. Nochmal. So, dann taktisch. Schau ich mal. Ist egal, ob ich mit der linken oder rechten Hand mache. Okay. Ausgeschaltet. So, durchsuchen. Automatikpistole, riesige Axt. So. Okay. Ich ziehe mich mit ihr mal einmal zurück. Gib den Zug ab. Genau, mach ich dich mal. So. Generator aktivieren. Elevator will be good to go in a few minutes, Tess. Good. Now kill the stragglers and be quick. Okay, taktisch. Hope they like surprises. So, Verderbnisfalle. Zwei Stück platziert. Ach, der eine ist okay. War schon. So. Ja, sonst Werkzeugkiste. Ja gut, dann gebe ich mal ab. Okay, kann ich den? Zack. Gezielter Schuss. 100% auf den Kopf. Alright, regroup. Come down already. The area is secure. Okay, Beat ist sicher. Entscheidender Sieg. Wunderbar. Trouble? Not my doing, I swear.
We Gilders are sworn to strict neutrality. Just some local rowdies. Nothing we couldn't handle. So, you have a route to get us below, Gilda DeVos? I do. I can direct you to an area of Underhive you specify. Lawless place, it must be said. But you'll get there in exchange for a share in the Archaeotech. Just as I promised. As well as one other tiny thing. A down payment, if you will. The recent Hive quakes have left me homeless, and there's a splendid location for a new hideout in an adjoining dome. Get me settled in there, and I'll have you on your way in no time. Always looking for an angle, huh? All right, you blood-sucking Gilda. You've got a deal. So. Dann würde ich mal sagen, war's das auch wieder mal fürs Erstes. Nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 4, Rowdy Boys. So, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.